Hier vorne sind zwei Ampeln, die sind entweder grün oder rot geschaltet. Bei Rot bitte anhalten, da ist irgendetwas auf der Strecke, da könnt ihr nicht rausfahren. Solltet ihr es bis dahin nicht schaffen, das Motorrad zum Stehen zu bringen, dann lasst euch noch einer Seite fallen. Am besten nach der Seite, die schon ein paar Kratzer hat. Naja, denkst du, die, da ist größer? Ja, da ist größer. Wir wollen ja nicht unbedingt schnell und gefährlich fahren, aber wir wollen ja ein bisschen versuchen, ideal zu fahren. Wir fahren mal ausnahmsweise viel dichter, Abstand wirklich nur 2-3 Meter. Ich fahre schon entsprechend langsam und ihr fahrt mal wirklich ganz genauso wie der vor euch fahrende. Eine Perlenschnur, absolut kurzer Abstand, ausnahmsweise es bremst niemand stark, dass wir die Linie mal so kurz darstellen und die nicht verlassen. Eine Perlenschnur. Wenn ihr wieder anhaltet, ja rüber. Okay. We'll be right back.
ihr, wenn ihr mehr lenkt, dann wird das unnötig. Wenn ihr neben euch noch Strecke habt, könntet ihr diesen Platz hier noch ausnutzen. Ja, ihr könnt schneller werden oder sicherer fahren, aber eben weniger lenken. Und wenn das Lenken macht, das Fahrzeug immer langsam. Das sollte uns im Grundsatz sein. Nachher tauschen wir die Position durch und schauen mal so von der Geschwindigkeit her, dass wir das ein bisschen anziehen können. Versuchen durchzukommen, mit der Wichtigkeit hier rausgetragen zu werden, auch das mal zu erleben und vorzusprechen, die Kurve fängt nicht auf. Links, wo das Kommandosymbol ist. Je nachdem, wo du jetzt vorne oder hinten gucken willst, wir sollten vorne richtig. Von oben, guck mal. No? So, da hättest du jetzt im Prinzip alles von abend. Ich komme wie der alte Oma gesprungen, mit dem Milchbeutel.
nehmen mit, wickeln Sie ihn bitte ein.